Hi, und auch heute eine Legung für dich. Und zwar heute bringe ich dir die Magic Lenormand, die Golden Magic Lenormand Karten mit. Und zwar, wir legen wieder für deinen Herzensmenschen, für deinen Wunschpartner, für deinen Seelenpartner, wir legen die Karten für eine Liebe, natürlich für deinen Liebespartner. So, lass uns gemeinsam schauen, was heute an diesem heutigen Tag besonders auch wirklich wichtig ist. Denn seelische Verbindung haben wir mit vielen, vielen Menschen und was uns seelisch verbindet. Und diesbezüglich werde ich auch ein Video hochladen, ja, wo du lernst, dich aus ungesunden Situationen zu befreien, wo du auch lernst, bestimmte toxische Beziehungen, was nicht zu deiner Seele dienlich ist, loszulassen. Da empfehle ich dir auch vorbeizuschauen. Heute folgt auch mein Coaching-Video für dich hier auf diesem Kanal. Da kann ich dir auch noch sagen, wie der heißt. Ja, Sekunde. Also, das Coaching-Video für heute wird, das habe ich auch die Tage schon aufgenommen für euch. Vier Tipps, wie du Glück in der Liebe anziehst, ja? Wie du Glück in der Liebe anziehst. Lass uns gemeinsam schauen, was sollst du hier heute zu diesem heutigen Tag auch wirklich wissen. Heute haben wir eine besondere Energie. Wir haben Venus-Trigon im Jupiter und das ist wirklich der Tag der Liebe und Beziehungen. Also ich sehe hier einen Neubeginn hier, also generell eine Aufbruchstimmung, was eine feste Partnerschaft anbelangt. Ich sehe hier romantische Gefühle, also ganz romantische Gefühle und ich sehe hier auch wirklich die Sonne. Die Sonne symbolisiert auch eine Wunscherfüllung. Natürlich wünschst du dir, dass diese Liebe in Erfüllung geht und du wünschst dir auch hier, dass es hier in der feste Verankerung kommt. Aber vielleicht kommen teilweise bei dir Ängste hoch, also was mit dieser Anziehungskraft zu tun hat. Also wegen dem Außen, die äußeren Sachen und es geht auch wirklich damit zu tun, also auch ja, das Glück hier zu erleben, ja. Und es geht damit zu tun, wirklich hier ja, auch Erkenntnisse daraus zu gewinnen, was du hier eine Aufbruchstimmung in dir fühlst für die feste Beziehung und du fühlst auch, dass es in der Erfüllung geht. Du hast auch diesen Wunsch danach, diese Hoffnung, aber die Ängste, weil das so krasse Anziehung ist und also wegen dem äußeren Welt, von Außenwelt und natürlich hier das Glück, das ist dir bewusst, dass du das mit dem Herzensmann leben wirst, ja. Aber auch die Enttäuschung spielt hier eine Rolle bei dir und die Mäuse nagen an dir. Was heißt das? Eine Enttäuschung. Ja, klar hast du Angst vor einer Enttäuschung und ich habe das Gefühl, dass du das wirklich loslassen sollst und transformieren sollst, weil das blockiert dich total. Wir reden jetzt von dir überwiegend, weil du sollst wirklich hier lernen anzukommen, weil da ist noch viel mehr. Und es geht auch darum, um karmische Dinge. Und es geht auch darum, dass du dir das verbietest. Und ja, das ist diese tiefe seelische Verbundenheit, also zwischen euch beiden da. Also ich hoffe, jetzt siehst du alle Karten. Ja, wunderbar. Wir legen jetzt die Karten aus, ja. So, wir legen die Karten aus, ja. So. So. So, konzentriere dich. Konzentriere dich. Also eine große Stelle spielt hier die Romantik und die Gedanken an Romantik, die Stärke und der Kraft und die Liebe.
Ja, also was spielt hier noch eine große Rolle? Also hier das kleine Kind, das steht generell für Neubeginn. So, wir legen erstmal aus und dann sprechen wir uns. 2, 4, 6, 7, 8. Neun, also viermal die neun lege ich für dich. Viermal die neun lege ich für dich, genau. So, und natürlich habe ich auch einige Videos hier für meinen Taroskop-Kanal schon für den Monat September gemacht. Also die kommen auch heute oder morgen. Du kannst auch gerne mal vorbeischauen, was erwartet dich im September. Und für jeden Sternzeichen, also ich denke, das könnte auch für dich hilfreich sein, dass du dich so ein bisschen auf die Energien einstellen kannst, ja? So, dein Herzensmensch schaut so ein bisschen aus dem Bild, so nehme ich ihn wahr. Also hier bei diesem großen Blatt, der schaut so ein bisschen aus dem Bild. Also in seinem Unterbewusstsein ist hier definitiv, wie gesagt, definitiv ist hier ja die Öffentlichkeit, also die Öffentlichkeit. Und ich sehe hier auch ja, diese seelische Verbundenheit. Also in seinem Unterbewusstsein hat er diese seelische Verbundenheit und hat er auch hier die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und was ich jetzt hier generell sehe, also ich sehe hier auch, er verbietet sich das und das ist karmisch. Die starke Anziehungskraft ist zwischen euch definitiv da und der Wunscherfüllung, aber auch die Hindernisse und Blockaden. Und also dich sehe ich hier, du beschwingst also wesentlich höher und du schaust in die Heilung hinein. Und du möchtest hier, also wie gesagt, möchtest du also der Schlüssel finden für dieses Geheimnis, was du im Verborgenen hast, was du nicht ganz genau weißt. Du möchtest das ganz genau wissen. Und auch der Universum gibt die Zeichen, gibt die Symbole, also wie du siehst, das Brief, also du bekommst Zeichen und das kommt ganz schnell und lass das mal auf dich wirken, lass das mal in der Reife gehen. So, was sehe ich denn jetzt hier generell? Also bei dem Herzensmann, ich sage jetzt mal Herzensmann, weil es viele sagen, es gibt keinen Seelenpartner. Natürlich gibt es Seelenpartner, ja, aber du weißt ja nicht, wer das ist. Also wenn du besonders spürst, dass da eine ganz besondere Verbindung ist und das dich anzieht, dann ist er das. Also was ich hier sehe, der befindet sich in einer großen Transformation. Darum nagen hier die Mäuse an ihm, auch darum ist er energetisch unten. Hier das Glück ist da, aber auch die Enttäuschung ist da. Also der hat auch Angst, enttäuscht zu werden. Und da hat er wirklich Angst dahinter. Siehst du, also im Grunde hat es ja mit euch Potenzial. Das nehme ich hier definitiv wahr. Und das kommt auch in der Festigkeit. Und ich sehe auch hier, wie gesagt, ich sehe hier sein Erkenntnis dahinter. So ist das. Also ich sehe sein Erkenntnis, dass er das weiß. Er weiß ganz genau, dass sein Ego keine Chance hat, weil der schaut hier raus und er ist ganz unten.
angekommen, wie du siehst, das ist alles sein Unterbewusstsein. Was sehe ich hier im Unterbewusstsein? Ich sehe hier diese seelische Verbindung, die Hoffnung, die Karma, aber hier dieses, ja, sie schweren, weil das schwierig sein könnte. Ja, aber wie gesagt, der Ego hat keine Chance, weil hier das Gefühl, die Seele gewinnt, ja? So, wir schauen jetzt mal dich an. Also bei dir geht es um romantische Gefühle. Es geht um romantische Gefühle in Gedanken. Das gibt dir Stärke und Kraft und Liebe. Und das ist so ein richtig schöner Neuanfang. Du weißt ganz genau, dass du dich entscheiden willst auch, ja? Du wählst also hier die Liebe. Hier die andere Art ist ja auch eine Loyalität und Treue. Und natürlich die Sehnsucht, aber auch dieses Schwierigere. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, du bist dir selber treu und du ziehst dich komplett zurück von deinem Herzensmenschen oder von deinem Seelenpartner, dann hast du das Gefühl, das könnte dir also viel Kraft kosten, viel Energie entziehen, ja? Wiederum, wenn du in diese Liebe gehst, könnte dir das auch Kraft geben. So nimmst du das wahr. Also richtig oder falsch gibt es eh nicht. Also es geht wirklich darum, dass du den Zugang findest zu deiner Seele, wie du diese Verbindung auch für dich annehmen kannst. Also ich sehe hier in deiner Schicksalslinie, also schau dir das nochmal genau an, transformiere alles, was mit dieser treue Loyalität zu tun hat, mit dir oder aber auch zu dir selbst. Und die Sehnsucht, wie gesagt, die Sehnsucht steht hier nach Glück, nach Hoffnung für dich. Und für ihn ist, wie gesagt, ja, familiäre Themen, die an ihm nagen, dass er sich nicht entscheiden kann. Also er befindet sich im Äußeren auch eine große Transformation. Vielleicht auch ist er auch an einem Wendepunkt in seinem Leben. Das könnte auch sein, also die 7er Jahre, die 9er Jahre könnte das sein. Also ich habe jetzt auch angeschaut, also auch in Analytics, die jetzt meinen Kanal folgen. Also die haben, also die meisten Zuschauerinnen sind zwischen 45 und 54 Jahre, das ist dann auch so eine 9er Zyklus. Vielleicht ist dein Herzensmann auch in diese Richtung unterwegs mit den Jahren. Also was ich bei dir sehe, ich sehe bei dir wirklich die Loyalität. Also hinterfragst du, inwiefern kannst du loyal sein? Und ich sehe auch hier, wie gesagt, dass hier also definitiv eine Rolle spielt, die Sehnsucht, die familiäre Themen und die Aufbruchsstimmung. Und ich sehe hier schon das Glück auch hier bei dir. Aber du befindest dich auch hier in der Transformation. Und das nagt teilweise auch an dir. Du hinterfragst dich, soll ich diese Partnerschaft treu bleiben oder soll ich mir den Rücken kehren? Vielleicht können auch solche Fragen dich bewegen. Ja? Also auf jeden Fall, schau morgen vorbei, denn morgen haben wir auch einen Portaltag und da ist Energie im Seelenspiegel. Ne? Also im Seelenspiegel und ja, da werde ich auch eine Spiegellegung machen für dich und deinen Seelenpartner. Aber heute kannst du an den Tag der Liebe und Tag der Beziehung deine Liebe unterstützen. Ich zelebriere heute Abend ein Ritual. Wenn du dabei sein magst, also da sind noch Plätze frei, aber nur, wie gesagt, bis 7 kannst du es buchen, also 7 Pärchen mehr nehme ich nicht. Also kannst du dich noch dazu anmelden. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du die anderen Videos von mir schaust. Ich sage Dankeschön und bis ganz bald.